Herzlich willkommen zur Sendereihe Künstlertreff. Begrüßen Sie Ihren Gastgeber Peter Schmiedl mit seinen heutigen Gästen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier bei uns im Studio, nämlich einen Musiker, der, oder wo ich eigentlich sage, Mann, der trommelt aber. Das kann man ja verschieden auslegen. Sie wissen, was ich meine. Herzlich willkommen, Sven Trümper. Hallo, freut mich hier zu sein. Ja, Sven, du bist Musikschulleiter der Kreismusikschule Peine. Ja. Ja, zu deinem Master-Abschlusskonzert. Ich habe sowas eben halt auch noch nie irgendwo mitbekommen, dass so ein Konzert für eine Prüfung, es war eine Prüfung? Ja, es war eine Prüfung, genau. Ja, dass das Voraussetzung ist oder ist das jetzt nur von dir persönlich so gewollt, dass du damit den Abschluss machst? Teils, teils. Also an sich ist es schon auf jeden Fall verlangt, eine Prüfung abzulegen. Diese Prüfung soll immer möglichst nicht nach einer Prüfung aussehen. Das heißt, wir Studenten versuchen das generell immer so zu handhaben, dass es einfach ein tolles Konzert ist, wo wir gar nicht erwähnen, dass nur Prüfer mit im Raum sitzen. Ne? Das heißt, es soll einfach der Eventfaktor im Vordergrund stehen. Es ist so, viele lösen das Ganze in der Musikhochschule selber in den Räumlichkeiten. Da kann es dann auch mal ein bisschen kleiner ausfallen. Bei uns war es jetzt eben ein bisschen größer. Wir hatten den Vorlauf durch die Gala-Konzerte, wo wir darüber gesprochen hatten. Das heißt, wir wussten schon so in etwa, wie wir das machen wollen, wie wir es lösen wollen. Ich habe dann gesagt, ich würde da einfach ein sehr, sehr großes Event draus machen, wenn schon denn schon. So. Deswegen ist es schon so, dass die Prüfung abgelegt werden muss. Aber die Größengestaltung unterliegt dann dem Persönlichen, wie groß man es haben möchte. Okay. Das war dann deine Entscheidung. Genau. Ja. Quasi. Es war ja vom Erfolg her war es ja überwältigend. Also ich muss ja sagen, dass die Zuschauer ja wirklich mit Beifall und Bravo-Rufen nicht gespart haben. Ich wünsche deinen Kollegen und deinen Schülern alles, alles Gute für die Zukunft und dass ihr nie ohne Arbeit bleibt. Vielen, vielen Dank. Ja? Das Interview haben wir vorab für Sie aufgezeichnet. Nun haben wir die große Freude, Ihnen Ausschnitte aus dem Master-Abschlusskonzert von Sven Trümper präsentieren zu können. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kiwania, liebe Gäste, herzlich willkommen zu meinem Master-Abschlusskonzert hier im Forum Peine.
Vor uns liegt ein spannender Abend, bei dem ich Sie auf eine kleine Zeitreise mitnehmen möchte. Mit 6 Jahren habe ich das Schlagzeugspielen begonnen und seitdem viele Stationen durchlaufen. Und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute so einige Stationen meines bisherigen Lebens dementsprechend präsentieren kann. Sie erwartet heute ein bunter Blumenstrauß von sehr vielen verschiedenen Genres und ich hoffe, dass für jeden etwas dabei ist. Mit der 2015 gegründeten Combo, also dem Spitzenensemble der Peiner Percussions, Peiner Percussions heißt alle Schlagzeuger der Kreismusikschule Peine, habe ich mir einen lang gehegten Traum, kann man sagen, erfüllt. Viel Spaß! Thank you.
Weiter geht es nun mit dem Stück Musique de Table von Thierry de May und noch einmal mit dem Ensemble der Musikhochschule.
Ja, wir kommen nun zu einer weiteren großen Säule meines musikalischen Lebens. Es ist so, dass ich seit meinem 8. Lebensjahr unter der Leitung von Hugo Losfeld in seinen Orchestern spiele, zuerst im Jugendblasorchester Hannover sehr lange und dann auch später im Symphonischen Blasorchester der Berufsfeuerwehr Hannover, die wir auch jetzt gerade neben mir hier sehen können. Ich freue mich sehr, dass das Orchester heute meiner Einladung gefolgt ist und mich mit zwei Stücken, zuerst am Marimba und dann später am Schlagzeug, begleiten wird. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Marimba in the Wind und Opus 112. Thank you.
Sven Trümper, einer der vielseitigsten Musiker im Landkreis Peine und Hannover.